Ja, am Donnerstagabend wurden gegen 21.30 Uhr die Feuerwehren Oberhinkhofen, Obertraubling, Neudorf sowie die zuständige Landkreisführung zu einem Brand an einer Hochspannungsleitung alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat man eine deutliche Flammenbildung im oberen Teil des Mastens gesehen. Und auch hier unten am abgeernteten Feld hat schon Stroh und Grasreste zu brennen angefangen. Nachdem wir erst eine C-Rohr aufgebaut haben zur Brandsicherung, ist das Feuer dann von alleine erloschen. Somit beschränkte sich die Aufgabe der Feuerwehr auf das Ausleuchten dieses Mastens. Und es wurde weiter noch ein C-Rohr in Bereitschaft gehalten, falls das Ganze nochmal aufflammt. Wir haben in Oberhinkhofen und in einem sehr großen Teil von Obertraubling zurzeit Stromausfall. Ich denke, dass ca. 4000 Personen in Obertraubling zurzeit ohne Strom sind. Als Maßnahme haben wir im Obertraublinger Feuerwehrhaus eine Notstromversorgung von einem Stromaggregat, das jetzt in Betrieb genommen wird, um zumindest da eine Anlaufstelle für die Bürger zu haben. Ja, die erste Aufgabe einer Feuerwehr bei so einem Brand mit einer elektrischen Anlage und einer Hochspannungsleitung ist einmal großräumig abzusperren, dass keiner sich dem Schadensort nähert. Man muss mindestens einen Abstand von 20 Metern haben, um nicht einen Stromschlag zu bekommen. Dann eine weitere Aufgabe ist, den Brandschutz sicherzustellen, falls durch Funkenüberschlag was anderes zu brennen beginnt. Und jetzt, da jetzt Nacht ist, haben wir die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Und ja, alles Weitere muss der zuständige Energieversorger dann übernehmen.